Abend, schönen guten Abend an alle. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute habe ich ein anderes Thema vorgehabt, aber ich habe dann zum letzten Moment dieses Thema entschieden zu machen heute. Heute war das Begräbnis von einem ganz, 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 ganz großen Mann in unserem Leben, im Leben von allen Menschen der Welt, alle Sorten von Juden, sagen wir säkulär, Atheisten, religiöse, orthodoxe, ultraorthodoxe, Misrochenkim, alle Sorten von Juden, deren Rav, unser Rav, unser großer Rabbiner, Gdol Ador, ist von uns gegangen. Am Freitag, das war eine Stunde vor Schabbat-Eingang, er ist auf einmal gestorben, Rav Chaim Kanievski. Aber 94 Jahre alt. Und ich habe beschlossen, heute etwas über ihn zu reden, über seine Größe, wer er war, was er alles gekonnt, was er alles konnte, wie er aufgewachsen ist, unter welchen Voraussetzungen, wie er gelebt hat, wie er mit seiner Frau gelebt hat. Seine Frau, Rabbanit Elisheva Kanievski, Alea Shalom, ist gestorben vor ihm. Ich glaube, vor 10 Jahren vielleicht ist sie gestorben. Ungefähr so. Sie war eine große Tzaddika, sie war die Tochter von, nein, sie war die Tochter, ja, sie war die Tochter von Rav Eliashiv. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, dieser Mensch hat nichts von der Außenwelt gewusst, er hat nicht einmal gewusst, wie ein Handy ausschaut. Seine Wohnung bestand aus 1,5 Zimmer, Möbel von der Staatsgründung noch, diese ganz alten Möbel, Wände nicht einmal ordentlich gestrichen, nur Bücher, das war sein Leben. Er hat am Tag tausende Leute empfangen, von aller Welt, aller Welt, du hast nie bei ihm religiöse Leute gesehen, nur gemischte Sorten, Bracha, alles drum und dran, er war so ein besonderer Mensch. Dieser Mensch hat in seinem ganzen Leben 91 Jahre Tora gelernt. Das kommt nicht zu Fuß. Man kann nicht einmal 91 Jahre ein Leben führen. Normales Leben ohne Skandal. Dieser Mensch, und er kam nicht auf die Welt als ein Zadik und er schon fertig für Yeshiva. Er hatte sehr, sehr große Probleme, Tora zu lernen, sich Dinge zu merken. Er hatte sehr große Probleme, das heißt auf Hebräisch Afarot Kesher Virikuz. Er konnte sich schwer konzentrieren. Es gibt viele Kinder, und dafür gibt es auch Ezra heutzutage. Damals gab es kein Ezra. Oder Sozialarbeiterinnen, die helfen und so weiter. Sein Wille hat ihm geholfen. Er war ein Shagdan. Shagdan auf Hebräisch bedeutet, er war fest entschlossen, er schafft es. Er hat immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Auch wenn man Alachot lernt, wenn man nicht wiederholt, merkt man sich das nicht. Fangen wir damit an, dass als er auf die Welt kam, sein Vater war der große Stapler, der heilige Stapler, Rabbi Jakob Israel Kanievski. Und er war bekannt für seine Blicke. Also jemand kam zu ihm rein, er sah, ich kann dich nicht segnen. Ich kann dir keine Bracha geben. Bei dir ist das und das falsch, du musst das einmal korrigieren, dann kommst du wieder zurück. Sofort hat er gesehen, Leute haben Schock bekommen. So heilig war er, dass er gesehen hat, bei Menschen, was für ein Minus er hat. Weil er so heilig war, er hat sofort gesehen, Röntgen, Mehmet Röntgen, nicht so wie heute diese Baba, die mit Geld alles machen. Bei ihm war alles gratis, bei Rav Chaim Kanievski sowieso. Und als er auf die Welt kam, der Rav Chaim Kanievski, ist es so ein Brauch gewesen, es kommen alle großen Rabbiner, kamen zu Brit Milah von ihm. Jetzt gibt es diesen großen Rav, diesen großen Rabbiner, diesen Rosh Hashiva, dieser Rav Rashi von dem, Rav Rashi von dem. Und jetzt, wen gibt er den Sandak, der Vater von ihm? Schaut, wie sie gedacht haben. Er hat geplant, den zu geben, dann den, dann den. Jetzt hat er gedacht, wenn ich jetzt ihm gehe, kann sein, dass er, der andere, sich bedrängt fühlt oder gekränkt fühlt. Wenn ich ihm gebe, dann der andere. Was hat er gemacht? Er hat einfach im letzten Moment, ich nehme Sandak und hat genommen, sich selber, seinem Sohn selber den Sandak genommen. Der Vater von ihm, der Stapler. Damit niemand verletzt wird. Er bekam den Namen, er heißt nicht nur Rav Chaim Kanievski. Er heißt Rabbi Shmariyahu Yosef Chaim Kanievski. So hieß er. Sie sind sehr, sehr arm aufgewachsen. Gleich werden wir sehen, wie er gelebt hat, wie er Schiduch gefunden hat, wie er mit seiner Frau gelebt hat.
Das ist auch eine große Lehre für die heutigen Jugend, für die heutigen jugendlichen Paare, die leider Gottes etwas verwöhnt sind. Ja? Und ich habe das nicht und ich habe dies nicht, mir fehlt das und warum hat sie das, ich will das auch haben und dies und jenes, warum hat er das? Schauen wir mal, wie die gelebt haben und was aus ihnen geworden ist. Und all diejenigen, die nur das Materielle gesucht haben, was aus denen geworden ist. Und dann sehen wir am Endeffekt, wir entscheiden dann selber, was, auf welchem Punkt, auf welchem Ziel, auf welchem Tacho sollen wir schauen, als die heutigen Generationen. An erster Stelle beginnt schon von kleinen Jahren, von jungen Jahren, wie ich immer zu unseren Chirurgen zu pflegen sage, die Kindeserziehung. Wie begann der Stapler mit ihm zu lernen? Er ging gleich in die Schule und so weiter. Wie war das überhaupt? Hier steht geschrieben, besondere Sachen, aber manche Details über die Familie. Der Vater, die Mutter musste zum Beispiel schlafen, sie musste sich hinlegen. Sie hat die ganze Nacht war sie auf, der Vater entweder lernt oder schläft, der Stapler. Und während sie entweder schläft oder in der Arbeit ist, er sitzt zu Hause und lernt Torah, der Stapler, der heilige Stapler. Ein Fuß, ein kleines Seil zum Kinderbett und er mit seinem Fuß so, den ganzen Tag. Und er sitzt und lernt Torah. Hauptsache Mama nicht stören. Das heißt, die Väter, diese Väter, wo man zu ihnen geht und Bracha nimmt, die haben auch zu Hause auf ihre Weise mitgeholfen. Die haben gesagt, ich lerne Torah aus, ich muss nichts machen. Nein. Die haben Wege gefunden, auch Gott zu befriedigen, sich selber und die Frau natürlich auch. Was man als Mann zu Hause machen muss. Weil viele haben den Eindruck, wie leben die Rabbiner zu Hause? Die machen gar nichts, die sind die ganze Zeit. Ich komme in Bevrit, auch Lechinam, Dalmayede sagt man auf Russisch, stimmt nicht. Ja. Vor allem über diese Leute nicht. Die haben den Wert von ihre Ehefrauen gewusst. Sie haben ihre Frauen so respektiert. Semashu. Nachdem der Rav Chaim begann zu sprechen, hat ihm sein Vater beigebracht, den ganzen Talmud, die Namen von den Traktaten. Masechet Brachot, Masechet Peah, Masechet Eruvin, Masechet Yevamot, Baba Kama, Baba Batra, all diese die Namen von allen Traktaten vom Talmud. Kleine Junge, was lernen heute die kleinen Jungen? Erkurse, Fortnite, GTA, FIFA, okay? Skateboard und so weiter, Roller. Okay? Heute haben wir Dreijährige einen Roller heute, mit einem E-Roller. Okay? Schelotte, nicht die Zwischenroller sind mir nicht mehr im Inn. Ja, es geht nur Elektro. Top. Und alle Namen von Schas, von Rambam, von Shulchan Aruch, auswendig. Er kommt zu seinem Vater, er kommt zu seinem Rabbiner in Talmud Torah, erste, zweite Klasse. Er sagt, ich möchte, dass Sie mich prüfen, ganzen Talmud, Kol HaShas. Du kannst nicht den ganzen Talmud lernen, du bist noch zu klein, ich weiß es. Und er beginnt nur die Namen zu sagen. Ah, okay, du weißt ja auswendig. Was sehen wir hier eigentlich? Das klingt so altmodisch, aber wir sehen, dass der Junge von klein auf die Liebe der Torah eingeprägt wurde. Die Liebe der Torah wurde dem kleinen Jungen eingraviert in seinem Gehirn. Das heißt, von wem hängt es ab, wie der Kleine oder wie die kleinen Kinder erzogen werden? Von wem hängt das ab? Von den Eltern. Vor allem, vor schlechte Freunde, vor schlechte Schule, die Eltern zu Hause. Die sind das Fundament. Die Eltern sind die Wurzel. Wir sehen das, ein Live-Mensch, nicht mehr live, Rav Chaim Kanievski. Von klein auf wurde er so erzogen, kodem kol, Liebe zu Gott, Liebe zu seiner Weisheit. Tov. Er ging nicht zu einer Schule, zum Cheder, so wie heute alle gehen. Sein Vater hat ihm das beigebracht, bis zu einem gewissen Alter, jungen Alter, dann ging er langsam zum Cheder. Und ich habe vergessen zu erwähnen, er ist nicht in Israel geboren, er ist geboren in Polen. Die kommen aus Polen und sie sind nach Israel ausgewandert. Was glaubt ihr, wie lange hat der Weg gedauert bis nach Israel von Polen? Hier steht 3 Wochen. 3 Wochen Weg nach Israel von Polen. Heute sind wir in Wiz oder in Skyscan oder Chick Felix mit einem Stopp, wir bekommen Schock. Mit einem Zwischenstopp. Nein, ich will schnell dort sein. Wir sind 3 Wochen nicht geflogen. Zu Fuß, so per Anhalter, Kacher, mit Sachen, mit Bagage.
Tov, sie kamen nach Israel an. Schaut, wie sie gelebt haben. Am Anfang kamen sie nach Bnei Brak. Zu wem? Zu ihrem Onkel. Der Onkel von ihm war wer? Chazonisch. Gehört über ihn? Der große Chazonisch. Chazonisch war derjenige, der gesagt hat, es wird nie im Leben eine Bombe oder eine Rakete in Bnei Brak einschlagen. Und das hält bis heute. In jeder Stadt in Israel ist eine Rakete eingeschlagen. Niemals in Bnei Brak. Niemals! Eingang von Bnei Brak, bei Rebagam, bam, eine Rakete. In Bnei Brak nicht. Warum? Chazonisch hat gesagt, in Bnei Brak wird nie eine Rakete fallen. Tzadik gozer, Hashem mekayem. Tiru ma ze koach shel tzadik. Schaut, was für eine Kraft ein Tzadik hat. Warum hat er diese Kraft? Und wo? Ist er Magier? Ist er David Copperfield? Ha? Uri Geller? Löffel? Gabel? Was kann er? Was ist das? Das ist die Kraft, die Gott dir gibt durch die Torah. Du befasst dich mit heiligen Sachen, mit Heiligtum. Du bist ein Teil davon. Du bekommst diese Zirkulation, diese Energie, bekommst du in dir. Das sieht man heute, real sieht man das in Filmen. Aber Filmen sind nur Special Effects, das macht nur Computer. Aber in der Torah ist das real. Der Chazonisch, wir werden noch eine Geschichte heute hören über Rav Chaim Kanevski. Ich habe sie heute frisch gehört. Ich war schockiert. Über die Kraft von einem Tzadik wie Rav Chaim Kanevski, wie der Chazonisch. Top. Bis sie eine Wohnung gefunden haben, waren sie beim Chazonisch zu Hause. Eine ganze Familie, Mann, Frau, Kinder. 12 Jahre später ist der Chazonisch ausgewandert und die Wohnung blieb ihnen. Tov. Und dann wurde er, der Rav Chaim Kanevski, geschickt zu einem Talmud Torah, beim Talmud Torah Rabbi Akiva heißt das, bis er zu Bar Mitzvah kam. Zu Bar Mitzvah wurde getestet, einen Traktat Eruvin, einer der schwersten Traktate über Eruv. Wisst ihr, was Eruv ist? Wenn man schleppen darf zu Shabbat, gibt es einen ganzen Traktat, in welcher, das heißt, das ist Mathematik pur. Gibst du das heute einem Professor, sein Hirn wird platzen, wenn er weiß, was drin steht. So viel muss man, es gibt viele Zahlen dort, Gleichungen, Quadratur, Meter, Kilometer, du musst dir Zahlen merken, du musst, sehr massiv Eruvin. Einen ganzen Traktat über Eruv in der Stadt. Wie berechnet ihr, was ist, wenn sowas passiert, was ist, wenn da passiert, was ist, wenn da ist und da nicht und dann beiden und Bekizu Salat. 13 Jahre, er wurde getestet, auswendig weiß er das, mit Erklärung, mit alles. Wie kommt das? Wille. Es ist schwer, ich kann nicht. Wille, ich will. So, aus. Keiner kann durch. Der kann, weder, glaubt, er hat keine Zerrara gehabt, glaubt, er hat keinen bösen Trick gehabt, ist schon krank. Ich kenne Rabbiner, die sind nicht mehr am Leben. Ich habe über ihn Geschichten gehört, die waren Katzenkiller, weil sie klein waren. Sie haben diesen Drang gehabt, Katzen zu töten. Und heute sind die geworden Gdola Rabbanim. Kinder, die haben sich geändert. Leute ändern sich, man kann sich ändern. Das ist der lebende Beweis, man kann sich ändern. Man muss es nur wollen. Wenn die es geschafft haben, keiner ist auf die Welt, Revere, keiner kommt auf die Welt, Rav Chaim Kanevski. Ready. Af echad lo nolad Moshe Rabbeinu. Niemand kommt auf die Welt, David HaMelech. Niemand kommt auf die Welt, Yosef HaTzadik. Man kommt auf die Welt wie ein Tier. Wie ist ein Baby? Heute wird das Mode gemacht. Der Schmutz wird Mode gemacht. Man gibt ihm rein in eine Torte, man schmiert auf ihm Schokolade und man macht Fotos. Oder man nimmt ein Baby rein, gibt ihm eine Wassermelone rein. Wie süß! Man hat schon, weil das schon so Normalität geworden ist, dieses, damals hättest du gesagt, hallo, was ist los mit ihm? Es ist so schmutzig. Wie benimmt sich ein Tier? Auch im Schmutz, macht es nicht aus. Okay? Ein Baby kommt auf die Welt, ein Kind kommt auf die Welt, ohne, mit einem Monat, okay, ich brauche Messer und Gabel, und bitte hier, er ist ein Baby, er braucht Zeit, Jahre, Tage, Monate, um sich weiterzubilden, um sich langsam aufzubauen. Das beginnt von Anfang an. Ich will damit sagen, dass niemand auf der Welt ready auf die Welt kommt. Schon, ich sage mal, vollkommen Enkelse dabei. Gibt sowas nicht. Jeder kommt auf die Welt kaputt von der Eigenschaft her, um sich dann aufzubauen. Und wie mache ich das? Torah, bitteschön. Von wo soll ich sonst lernen? David HaMelech sagt, warum heißt die Katze Chatul?
Warum heißt die Katze Katze? Frage auf Deutsch, keiner kann antworten. Es gibt keine Antwort dafür, warum sie Katze heißt, warum nicht Kizi? Warum Katze? Warum heißt sie Chatul? Vom Wort? Ha? Chatul. Lechatel. Sich säubern. Wer ist das sauberste Tier? Die Katze. Sagt David HaMelech, hätten wir nicht gewusst, wie wir uns säubern sollen, hört ihr? Dann hätten wir es gelernt von der Katze, wie man sich säubert. Die Katze stinkt nie. Sogar die Katzenklo ist wie Marionaut. Da riechst du riechst nichts. Du denkst dir, Chawal, ich mach das sauber, es ist sauber. Okay. Man hätte die Sauberkeit von der Katze gelernt. Deswegen, Kadosh Baruch Hu, gibt uns eine Gebrauchsanweisung, das ist die Tora. Damit wir lernen, wie wir uns ändern, wie wir uns bessern können, wie wir uns weiterentwickeln können. Zum Guten natürlich, nur zum Guten. Tov? Zu seiner Bar Mitzwa hat der Rav Chaim Kanievski eine große Drascha gehalten, eine große Rede gehalten vor alle großen Rabbiner. Er hat gesprochen wie ein fertiger Rabbiner für eine Keila. Und er musste nicht einmal korrigiert werden, so perfekt war das, mit 13 Jahren alt. Top! Dann kam er zur Yeshiva von Tiferet Zion. Eine große Yeshiva, die heute noch immer existiert. Das heißt, die Yeshivot existieren schon knappe 100 Jahre. Okay? Wann hat er sein, wisst ihr, was Schas Gemarot sind? Talmud, die Traktate, diese großen Bücher in den Betknesset, gibt es ja diese ganz großen Bücher. Ja? Das ist Aramäisch drin, das wurde in Babylonien geschrieben. So viel, und jedes Buch ist so groß und ungefähr so dick. Das alles ist Schas, Shisha Sidre Mishnah. Schas, Kurzform, Shisha Sidre Mishnah. Alle Bücher, Midrashe und Tor, also Midrashe mit allen Erklärungen rundherum, das ist ein großer Dardisar, Zelor Pashut. Ja, wenn ich sitze und lerne selber mit einem Chavuta, eine Stunde, ich brauche eins bis zwei Seiten. Eine Stunde. Ihr müsst verstehen, dieser Mensch hat gelernt 16, 15, 17, 18 Stunden am Tag. Kolayom! In den meisten Fällen hat er auch vergessen zu essen. Weil er extrem vertieft war. Das heißt, er hat seinen Lebenssinn, seinen Kaif, seinen Kick in den Büchern gefunden. In so einer Stufe war er schon. Wenn wir das, heute können wir das nicht verstehen. Wir können Leute in der U-Bahn sehen, die lesen Bücher. Du siehst, laut den Büchern, wie sie sie halten oder wie sie mit denen umgehen, die sind schon extreme Bücherwürmer. Ja? Du siehst es denen schon an, oder es gibt diese Elektrobücher schon, ja? Die sind schon automatisch, die wissen genau, wie was wo. A Torah, die sind Leser. Bei dem Rav Chaim Kanievski, aber die Leute, die in Dobern sitzen, wenn die Station kommt, die hören sofort und schlagen zu nach unten und steigen aus. Aber Rav Chaim Kanievski, es kam einmal Bibi Netanyahu zu ihm. Gestern war er auch in der Nacht bei ihm. Um 12:30 in der Nacht ist Bibi Netanyahu gekommen zu ihm nach Hause. Das erste Mal kam er zu ihm, wann er Präsident wurde. Das ist jetzt der Präsident aus Israel, Bodyguards und Shabak und Mossad und Dings, Fantasie mit Reporter, Arutz 2, Arutz 12, Kan 13, Kan 12 und so weiter. Alle Reporter und so Fantasie. Er kommt zu Rav Chaim Kanievski, Bibi Netanyahu, der Premierminister von Israel. Er sitzt und lernt. Und er spielt sich nicht mehr, er macht sich nicht wichtig, Rav Chaim. Er hat nicht gemerkt, dass er da war und neben ihm steht. Er sitzt und lernt weiter. Das heißt, hier ist alles bei ihm tot. Blind, taub, alles. Er hört nichts. Bibi Netanyahu steht neben ihm, Shalom Kvod Harav, er hört nicht. Er hört schon. Das funktioniert alles bei ihm. Aber seine Seele ist weg, drinnen. So, jetzt müsst ihr verstehen, was für eine Liebe er hatte zu der Tora. Das heißt, er hat Mamash im wahrsten Sinne des Wortes die Liebe zur Tora gefunden.
wo wir noch auf der Suche sind. Wir haben vielleicht schon den Punkt gefunden, aber wir haben auch nicht richtig kennengelernt. Er ist schon so geworden mit der Dora. Er ist schon so geworden mit der Shem. Rav Chaim Kanievski. Tov. Mit 17 Jahren lernte er schon in der Yeshiva von Rav Schach. Leute, Shamate Malav, er ist gestorben mit 110 Jahren, Rav Schach. Es gibt in Bnei Brak eine Yeshiva, Yeshivat Ponovitch heißt sie. Die haben dort einen Aron HaKodesh aus Gold. Das ist die größte Yeshiva in ganz Israel. Dort kommen nur wenige Leute rein. Dort kommt nicht jeder rein. Dort musst du wirklich eine Maschine sein, hier, ja, ein Fotografgedächtnis haben, damit du dort reinkommst. Er kam rein und hat mit dem Rabbiner persönlich gelernt. Kaser Totachunia. So stark ist er geworden. Top. Und immer wenn er zu Yeshiva kam, wie war das? Heute kommen die Kinder in die Yeshiva, verwöhnt sie mit ihren Taschen, alles gebügelt und alles, 20 Unterhosen, 25 Hemden und 20 Unterleibball, 40 Zitziot, 13 Kippa und 15 Schuhe, 13 Gürtel und so weiter und so fort. Jedes nichts, ja, nichts fehlt. Ja, ein eigenes Bügeleisen, ich werde selber alles bügeln. Seine Mutter von Rav Chaim Kanievski, Takshivuto, Bekolpam, Shatzar Rabbeinu Leishiva, immer wenn er zu Yeshiva ging, Rav Chaim Kanievski, hat seine Mutter, die Tzadika, ihm Essen eingepackt in seiner Tasche. Essen für jeden Tag. Er kam zu Yeshiva, er war so vertieft in seinem Studium, er hat vergessen zu essen. Und am Ende der Woche, wo er nach Hause kommen musste zu seinen Eltern, wo er einpacken musste, hat er auch aufgemacht, das ganze Essen gesehen. Und jetzt wollte er seine Mutter nicht verletzen. Er hat an einem Tag alles aufgegessen. Jede Woche war es so. Und er hat es nicht absichtlich gemacht. Er war vertieft. Er war vertieft. Es gibt heute noch Rabbiner, die so lernen. Rav Meir Eliyahu, ein junger Rabbiner, ein großer Ilui. Er hätte sein müssen heute der zweite Bill Gates, von dem her. Er hat Tshuva gemacht und er ist geworden heute wahrscheinlich der nächste Rav Ovadia Yosef wieder sein. Er ist keine 40. Er zitiert Gmarot, er zitiert Seiten, welche Reihe, welches Dings, welche Zeile, alle, er zitiert auswendig. Und er macht doch sogar gut, er wäre eine Maschine. Buch das und das, Seite das und das. Wenn ihr unten schaut, wenn es diese Druckerei ist, dann muss. Hallo? Man will ihm spendieren essen. Okay, danke, ich werde essen. Man will zahlen kommen zum Restaurant. Der Rav hier hat er gegessen. Nein, er war nicht hier. Kudara, hast du gegessen? Ich habe keine Zeit, ich war unten in der Küche, ich habe was genommen, Gurke, Tomaten und fertig, ich musste rauf, ich habe keine Zeit. Zeit. Time is mitzvot, nicht time is money. Time is mitzvot. Er sagt es nicht zum Spaß, er meint es ernst. Diese Leute haben die Liebe zur Torah gefunden. Mr. Keller, Rav Chaim, habt ihr die Leweia heute gesehen? Ja. Reicht ihm der Leweia? Er verloh. Wo nicht? Hevre. Die ganze Oberelite der Polizei waren die ganze Nacht wach neben Rav Chaim und haben Tehillim gelesen. Die Oberelite der Polizei, die auf ihm aufgepasst haben, dass keiner kommt. Da waren vielleicht 50, 60 Polizisten nur auf ihm aufgepasst. Er liegt auf dem Boden. Sulagadbo. Sulagad, Gufa. Sitzen, ganze Nacht Tehillim gelesen, die Polizisten. Keiner darf durch. Wie viel haben wir gehabt? Über 1 Million? Das war das größte Begräbnis überhaupt seit der Staatsgründung. Loya Kazedavar, Loya. Berau Ovadia Yosef sogar war nicht so. Loya Kazedavar. Die Polizisten, die haben so gezittert, dass nichts passiert. Dass nicht zweite Meron passiert. Weil da gibt es keine Kontrolle. Jeder will näher kommen zum Rav Chaim. Das ist. Jetzt müssen wir verstehen, wie die Leute auf ihm raufgeschaut haben. Wie die Leute ihn angesehen haben. Wie die Leute auf ihm. Sie in seine Nähe kamen. Einer kommt zu mir, er sagt, er hat mir gesagt, Baruch Hatzlacha. Weil so viele Leute gekommen sind in den letzten Jahren, hat er den Leuten nicht mehr gesagt, Baruch Hatzlacha, sondern Boa. Boa ist Kurzfassung von Baruch Hatzlacha. Baruch Hatzlacha, Boa. Sonst müssen die Leute, es gibt zu viele Leute, es kommen jeden Tag Tausende zu ihm nach Hause. Und er ist 90. Er ist mit 94 gestorben, das müsst ihr verstehen. So viele Jahre
Er steht um 4 Uhr auf. Jeden Tag betet er im Sonnenaufgang. Nicht um 9 Uhr, Bad Kaif am Kasee. Mit so einer Fresse dann, kommen mit Knesset. Und so Kaffee, brauchen Kaffee. Ah, schmeiße. Sonnenaufgang geht er beten. 4 Uhr in der Früh. Schlafen Sie, Sie sind alt, passt schon, Sie haben genug gemacht, Sie haben genug gelernt, dort warten Sie ja. Abgetan. Das ist schon eingeprägt im Leben. Geht Netz, kommt zurück, beginnt seinen Stundenplan zum Lernen. Dann, 2-3 Stunden, kommen Leute. Bracha, Segen, Ratschlag, was machen, was nicht machen, impfen, nicht impfen. Er hat gesagt, allgemein impfen, stimmt. Aber er hat doch individuelle Leute gesagt, nein, nicht impfen. In so einem Fall, nein, nicht impfen. Nein, fertig, das, ja. Dieser Typ hat sich niemals geirrt, nie im Leben. Nie im Leben. Wann er in der Yeshiva war, es gab eine Yeshiva, die Yeshiva gibt es heute nicht mehr, glaube ich, die Yeshiva Lomja. Und dort hat es gegeben eine Plage von Ratten. So haben die gelebt, ja, so. Heute ist ein Hotelzimmer, irgendwas passt nicht. Ich möchte mich beschweren. Ich habe bezahlt, Entschuldigung, ich habe bezahlt für ein Hotelzimmer, ja, und ich habe das und das, und sie haben Kaution genommen, und ja, und hier ist ein Riss in der Wand, ich habe Angst, hallo? Leute beschweren sich gerade über Kleinigkeiten. Er ging in die Shiva, auf einmal gibt es eine Rattenplage in der ganzen Shiva. Was wurde gemacht? Was denkt ihr, was wurde gemacht? Damals, heute, was hätte man gemacht? Sofort Kammerjäger, Magistrat muss kommen, Gesundheitsamt, Jugendamt, dieser Amt, dieser Amt. Damals gab es sowas nicht. Der Rosh Hashiva ist gekommen mit einem Riesensack und dort gibt es Rattenfänger. Jeder bekommt 2 Rattenfänger, sie sollen sich selber darum kümmern, die Kinder. Mal das so. Die haben aufgestellt. Das war nicht wie heute diese Rattentöter. Und ich. Kase, noch anders. Bekizu, das waren fette Ratten, israelische Ratten sind fett, die essen Falafel, Hummus und so, die haben was in sich. Die wurden gefangen und der Rabbiner haben gesagt, jede Ratte, die hier sitzt, müsst ihr töten, sofort, weil wir dürfen, müssen sie ausrotten, dürfen nicht hier bleiben. Der Rabbiner kann nicht, sieht das, er sieht, eine Ratte bleibt hängen. Fett, so ein Body. Er hat Angst, es zu machen. Ich habe Angst, sie zu töten. Ich kann nicht. Mein Herz lässt es nicht zu. Ich habe mich gerade erinnert, sagt er, an eine Geschichte mit einem Fuchs. Er kam rein in einen Käfig, er wollte seine Beute fangen, die Tür war offen und dann, wo er reinging, ging die Tür zu von dem Käfig und er konnte nicht raus, weil er zu fett war. Er hat seine Beute verspeist, er war fett, er konnte nicht raus. Er hat 3 Tage fasten müssen im Käfig, bis er durch den Käfig durch konnte. Ich werde warten, bis was mit der Maus passiert. Nach 2 Tagen ist die Maus weggelaufen. Die Ratte. Die ist dünn geworden. Gott sei Dank, ich habe sie nicht umbringen müssen. Dresse, Leva, Jalo. Aber Ratten, ich kann nicht. Ach, Mann. Top. Also nicht. Und dann kommt die Zeit, wo er Schiduch macht. Er braucht Schiduch, muss man eine Frau finden. Wie findet man eine Frau? Heute gibt es Facebook. Was gibt es noch heute? Ja, Beat. Baruch Hashem. Wir haben Baruch Hashem viele Paare in unserer Kehle. Durch Yad Beat sind erfolgreich kennengelernt. Baruch Hashem. Okay? Tov. Wo die Zeit kam, hat man ihm ein junges Mädchen angeboten. Sie hieß Rabbanit, nicht Rabbanit, sie hieß Batsheva. Batsheva ist der. Das war die älteste Tochter von Rabbi Eliashiv. Rabbi Eliashiv ist gestorben, glaube ich, 2013, 2014. Auch über 100 war er. Tov. Es wurde geredet und so weiter und so fort. Jetzt, sie musste kommen nach Hause zu denen mit den Eltern Shabbat. Und sie hat gesagt, ich komme von meiner Primär, von meiner Midrashia direkt zu ihnen nach Hause.
Und er wollte gesehen Gentleman sein, der Freien. Er sitzt da dick, gesehen mit Kukuli gesehen, sein Junge. Und er wollte auf sie warten, wo in Tachanam gesehen, in Tel Aviv, in der Hauptstation dort, in Tel Aviv. Er wartet in der Station und sie kommt nach Hause zu seinen Eltern in Bnei Brak. Er fragt an. Wie bist du hergekommen? Na, mit dem Bus. Aber er wollte ja zu dir kommen, dich holen von dort. Von wo? Er hat gesagt, er holt dich ab von Tel Aviv, Tachanam Chazit. Die sind alle hingefahren, die haben gedacht, was passiert. Sehen ihn auf der Station mit dem Buch und sitzen und lernen. Er hat die Zeit vergessen. Er hat gedacht, ich habe noch 10 Minuten, ich werde dabei lernen. Bei denen war eine Minute Milliarden wert. Ich habe eine Minute, okay, was mache ich? Facebook. Instagram, okay, nichts Neues. Wieder zu. Ne? Bei denen war Instagram, Gemara, Talmud. Noch 3, noch 4, noch 5 Zeilen. Das war für sie wie Diamanten. Das waren Diamanten für sie, nicht wie. Das waren für sie Diamanten. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch das? Weil nur solche Männer, weil nur solche Paare keine Probleme haben in ihrer Ehe. Keine Probleme. Bevor meine Frau nach Wien kam und mich kennengelernt hat, war sie bei seiner Frau, aber nicht Batsheva Kanevski. Sie wollte eine Bracha. Rabbanit, ich fliege nach Israel, nach Wien, ich möchte heil zurückkommen. Beshalom, kilum, loikriklum. Sie hat sie angesehen und hat gemacht so, Agefen, Agefen, Agefen. Ticholal alechet. Was ist Agefen? Wo sagt man Agefen bei einer Frau? Fast. Ja. Chupa, erste Bracha, Agefen. Erste Bracha von Schobachot ist Agefen. Agefen, Agefen, Agefen. Sie kam nach Wien und dann bin ich gekommen. Kacha, kacha. Zadiko, ze rasha im Ekayem. Wenn ein Zadik was sagt oder Zadika, wird es gemacht. Aus. Kadosh Baruch Hu sagt Amen. Kann nichts dagegen stellen, sagt Kadosh Baruch Hu. Warum? Du bist mein Kumpane, sagt Kadosh Baruch Hu. Wie kann ich dir Nein sagen? Du machst mich jeden Tag von neu glücklich, sagt Kadosh Baruch Hu. Sowohl du als deine Frau auch. So ein Engel. Du bist ein Engel in deiner Form. Sie ist ein Engel in ihrer Form. Ein Wort von euch, ich mache es sofort. Wie kann ich euch enttäuschen? Ihr macht mich jeden Tag überglücklich. Ich kann euch auch so drin enttäuschen. Das ist heute eine große Moral. Nicht nur sonst ist das alles passiert. Nicht nur sonst ist das alles passiert, Lama. Jedes Jahr zu Pesach, Erev Pesach, beendet er den ganzen Schass. Jedes Jahr. Leute brauchen dafür, wenn sie jeden Tag lernen, religiöse Leute, wenn sie jeden Tag lernen, Dafa Yomi, können sie in 7 Jahren den Schass zu Ende lernen. In 7 Jahren. Er hat jedes Jahr einmal den ganzen Schass fertig gelernt. Und er hat gemacht den Kiddush für Siyum HaShas. Los Siyum HaSeket, ein Buch. Siyum HaShas, ganze, alles. Er hat gemacht Kiddush, wann? Erev Pesach, mit dem Wein hat er ihm auf Seite gegeben. Das hat eine ich sag mal auf Hebräisch, Sgula. Das hat eine gute Wirkung auf diverse Dinge. Eines Tages, ich erzähle euch eine Geschichte, schreibt das auf, das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Was ist die Kraft von Rav Chaim Kanievski? Allah, Shalom, Schutai, Agen, Alenu, bitte, hilf uns alle, Chevre. Wir sind jetzt in der Zeit, wir sind Waisenkinder geworden. Rav Pinto hat gesagt vor 2 Monaten, bevor Mashiach kommt, muss ein großer Tzaddik von uns gehen. Warum geht ein Tzaddik von uns? Wenn zum Beispiel eine riesengroße Tragödie auf das jüdische Volk steht, weil die Taten nicht mehr gut genug sind, weil die Taten böse sind, Schläge gegen Gottes Willen sind, dann muss etwas her. Es gibt ein Gericht oben. Man kann nicht immer Barmherzigkeit machen. Eines Tages muss das Urteil gefällt werden. Aber noch immer gibt es in dem eine Barmherzigkeit. Kadosh Baruch Hu sagt, oi, was wartet auf die Juden? Ich muss einen Tzaddik nehmen, damit sein Gewicht, zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel, Stammbeispiel, wenn zum Beispiel jetzt Chas v'Chalila 200.000 Juden auf einmal sterben müssen, wegen ihrer Sünden oder wegen anderer Sünden. Es hat nichts zu tun damit, weil er so Sünde gemacht hat, ist er gestorben. Das stimmt nicht. Es gibt ein Pasuk, Kol Israel Arevin Zelazeh.
Jeder Jude und Jüdin hat für den anderen zu bürgen. Wir sind sozusagen alle in einem Schiff. Und wenn ich in meiner Kabine ein Loch mache, dann klopft mir Albert mehr. Bist du wahnsinnig? Willst du uns umbringen? Halt die Klappe, das ist mein Zimmer. Ich habe dafür bezahlt. Geh weg, Kias. Jetzt bist du krank. Wir machen dich jetzt kaputt. Was hast du bezahlt? Wir werden hier alle ertrinken mit dir. Das ist mein Zimmer. Ich habe dafür bezahlt. Ich mache, was ich will. Genauso ist es hier im Judentum. Macht ein Jude etwas, kann der andere dafür leiden. Weil wir eine Einheit sind. Machen wir etwas, machen wir ein Loch, so wie Ritter. Wir haben Ritter damals gekämpft. Wir haben Ritter damals im Krieg durchgehalten. Sie haben nie etwas offen gelassen. Sie haben alle mit Schild. Es gibt diesen Film, diesen blöden Film, Sparta, Leute, kommen Sie. Habt ihr gesehen, wie sie kämpfen? Das ist das beste Beispiel. Es darf niemals etwas reinkommen, Speer oder Schwert. Nur so kann man überleben. Zusammen, Rag Beachat. Und wenn irgendwo ein Loch entsteht, sind wir verwundbar. Sehr und im Asipo. Rav Chaim Kanievski, eines Tages kommt zu ihm, nicht zu ihm, es ruft ein Rabbiner, ein Avrech, ruft einen Rosh Shiva an. Ravilani, glaube ich, heißt er. Er ruft ihn an und sagt ihm, dass sein Sohn 5 Jahre, 6 Jahre alt, 2 Uhr in der Nacht ruft er ihn an und sagt, wir sind jetzt im Spital und sein Sohn wurde festgestellt, dass er einen großen Tumor in seinem Kopf hat. Er war 5 Jahre alt, kleines Kind, kleiner Junge. Und was kann ich für dich tun? Sagt er, ich werde für ihn beten. Er sagt, ja, ich habe noch etwas für dich. Ich habe noch eine große Bitte. Du hast gute Connections, beim Rav Chaim Kanievski reinzukommen. Ich möchte, dass du mir jetzt Eingang bei ihm gewährst. Er sagt, kein Problem. Zieh dich an, ich komme dich abholen. Fährt ins Spital, es ist 2 Uhr in der Nacht. Sie kommen, bis er hinkommt, Jerusalem, Shaare Zedek, Spital, hin und zurück, eine Stunde, es ist 4 Uhr geworden. 4 Uhr, was haben wir gesagt, wo ist Rav Chaim? Mit Knesset. Nach dem Gebet kommt er nach Hause und dort werden wir im Abfang mit ihm reden. Dort stört uns keiner. Selber. Die kommen hin, aber sie reden mit ihm. Shalom, guten Morgen und so weiter und so fort. Und sie reden mit ihm. Er sagt, Kodrav, mein Sohn so und so, er ist sehr krank. Die Ärzte haben gesagt, er hat einen riesen Tumor. Er schaut ihn so an, wo ist dein Sohn jetzt? Er sagt, er ist im Spital. Bring ihn her. Jetzt. Kannst du ihn herbringen? Er sagt, ja. Bring ihn jetzt her. Masul Yerushalayim, bring ihn wieder her. Kommt rein. Rav Chaim Kanievski. Wow. So ein, ich sage mal, ein Engel. Er dreht sich so zu ihm, nimmt den Kleinen, hält seine Hand. Er sagt, was willst du werden, wenn du groß bist? Sagte dem Kleinen. Er sagt ihm, er schaut ihn so an. Ich will so werden wie du. Guck mal darauf ein. Du willst so werden wie ich? Er sagt, ja. Okay. Er sagt dem Vater, sagt dem Arzt, er soll noch einmal eine CT machen. Und dann kommst du zu mir wieder. Wir fahren sofort nach Jerusalem. Das war vor ein paar Jahren, jetzt hier in Israel. Die fahren zurück nach Shaare Zedek. Er kommt zum Arzt, Shalom Doktor, und wie schaust du aus, was haben wir entschieden? Machen wir OP, machen wir das? Chemo? Und sagt, nein. Ich möchte, dass Sie jetzt bitte noch einen CT machen. Wir können kein CT machen, wir haben gestern Nacht einen CT gemacht. Das kann sich nicht ändern binnen ein paar Stunden. Er sagt, Herr Doktor, ich bin bereit zu zahlen. Wenn es rauskommt, es gibt doch immer den Tumor, zahle ich für diesen CT, privat. Wenn nicht, zahlen Sie. Fair oder nicht? Fair. Ja, nein, er sagt, was haben Sie zu verlieren? Ich zahle. Wenn es nicht passt, wenn er den Tumor noch hat, zahle ich. Hier, ich unterschreibe. Wenn nicht, zahlen Sie. Weil das ist dann Ihre Pflicht. Es war dann ein Fehler. Die machen CT. Der Arzt kommt raus. Er sagt, hier stimmt was nicht. Er sagt, es zeigt gar nichts. Es kann sein, dass eine Störung folgt, die machen noch ein CT, sagt er. Zum dritten Mal. Die machen noch ein CT.
Der Arzt kommt raus, sprachlos. Er sagt, und es laufen viele Ärzte rein, Ross, das kann nicht sein, Phänomen. Die sagen, dein Sohn ist gesund. Du kannst gehen. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber er ist gesund. Du kannst gehen. Und bevor er gegangen ist, habe ich vergessen zu erwähnen, bevor er sie geschickt hat, Rafaim, hat er einen Wein rausgeholt, wo er das Jum Schatz macht, um den Kiddush. Und er behält ihm ein Stück Wein, ein bisschen Wein für sich. Er hat ihm etwas von diesem Wein zu trinken gegeben und sagt, kannst du gehen. Der kam zurück, Rafaim sieht sich schon lächeln, den Vater mit dem Sohn rein. Rafaim sagt, und? Du denkst wahrscheinlich, das hängt vom Wein ab nach unten. Er sagt, nein, das ist nicht von dem Wein. Er sagt, das ist von dem Willen von deinem Sohn. Dein Sohn hat mir gesagt, bevor ihr rausgegangen seid, ich will so werden wie du. Ich ging raus, ich habe meine Hände in die Höhe gehoben, ich habe meine Augen begonnen zu sprechen, was ich liebe Gott, lieber Gott, oh Herr, ich bin gar nichts. Er will so werden wie ich. Ich bin niemand, sagt Rafaim. Rafaim sagt, ich bin niemand. Er will so lernen wie ich. Er will sitzen und lernen Torah. Ich bitte dich, wenn nicht für ihn, für mich, gib ihm das Leben zurück. Es ist eine Stunde vergangen, bis sie dorthin kamen. Das ist Jerusalem, Nürnberg, genau eine Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, sagt der Vater, von welcher Seite diese Krankheit rausgekommen ist. Aber sie ist draußen. Und heute ist er noch immer am Leben. Er ist schon verheiratet, hat Kinder. Auf Chaim. Chaim Kanewski. Es gibt so viele Geschichten noch von ihm. So viele Geschichten. Malé. Aber was lernen wir daraus, liebe Leute? Dieser Mensch hat keine Häuser gebaut. Dieser Mensch hat keine politischen Ereignisse gegeben. Nichts, nein, nein. Er hat sich nur mit Gott verbunden. Das war's. Er hat sich nur mit Gott verbunden. Kadosh Baruch Hu zeigt uns durch, wie wissen wir, dass dieser Weg der richtige Weg ist, liebe Freunde, ein Istam Lo Medaber. Wie wissen wir, dass dieser Weg der richtige Weg ist? Wir sehen nach den Geschichten, was er hinterlassen hat. Wir haben die Levaya gesehen. Es kann nicht sein, dass 1 Million Leute dumm sind und seinen Weg glauben. Es kann nicht sein, dass Nicht-Religiöse, so viele zu ihm gekommen, aus aller Welt, aus Amerika, aus Panama, aus Mexiko, aus Las Vegas, aus überall, kommen Leute zu ihm, nur um seine Hand zu küssen. Nur um seine Hand, mehr nicht. Nur um seine Hand zu küssen. Einmal hat seine Frau, da, wir haben die gekocht, wissen Sie, die Frauen, seine Frau, wie sie, heute haben wir Gas, wir haben Ceranfeld, und das mit dem roten Mikrowelle haben wir heute und so weiter. Heute gibt es verschiedene Sachen. Damals hat es gegeben so wie eine Fackel, ja? Wie heißt diese Schnur? Weiß ich gerne. Die Schnur von einem Fackel, gell? So eine dicke Schnur. So hat man damals gekocht. Das hat 10-fach mehr gedauert. Sie ging zur Arbeit, die Frau, er ist zu Hause, hat gelernt. Sie sagt, ich habe die Suppe hingestellt. Das muss noch kochen. Bitte schalte das in so und so einer Zeit aus. Kein Problem. Er steht neben der Suppe. Er steht so mit dem Buch. Hevre, dieser Typ war so vertieft, bis die Suppe verdampft ist. Es ist nichts mehr drinnen. Kracher. Und bis er merkt, irgendwas heißt, nichts mehr drinnen. Der Rulachem. Dieser Mensch, sein Leben war Torah und Hashem, sehr umherrlich. Ihm war uninteressant, welches Auto hatte, ich will auch so ein Auto, ich will auch Leasing nehmen jetzt, ich mache einen fetten Jeep, nehme ich hier. Ja, seine Gedanken waren nicht so. Seine Gedanken waren ganz anders. Revre sind gekommen, Leute zu ihm, Sechs Tage Krieg oder Golfkrieg war das. Kamen zu ihm der General vom Militär aus Israel. Die ganze Delegation vom Parlament kam zu ihm nach Hause, um sich mit ihm beraten zu lassen. Was hat er in Ahnung von Krieg? Kodarav Shalom. Shalom. Ha. Wir wollen jetzt eine Operation starten, um hineinzugehen, ihre Waffen zerstören und rausgehen, ohne dass jemand was merkt. Ohne Verletzte, ohne Tote, ohne gar nichts. Was halten Sie davon, Kodarav?
Was ich so, welche Uhrzeit? Die einzige Frage, was ich gefragt habe, welche Uhrzeit? Um eins möchten wir beginnen. 1 Uhr nachts? Nein, 1 Uhr am Tag, Mittag. Nein, nicht gut. Was? Eins ist nicht gut, ich muss zum 3 rennen. Die schauen sich jetzt gegenseitig an, die Generäle und so, ist der alle auf Fantasie mit der. 3, 1, was hat das für einen Unterschied jetzt? Wir haben schon alles so vorbereitet. Nein, 3 Uhr. Wenn ihr 3 Uhr reingeht, alles wieder vorgegangen. Wenn 1 Uhr reingeht, seid wahrscheinlich alle tot. Kodara, was kennen Sie sich aus? Ihr seid zu mir gekommen. Ja, ich sage, ihr habt sie gefragt, ihr habt geantwortet. Am Endeffekt haben die gemacht. Die haben gemacht, genau wie er gesagt hat, um 3 Uhr hinein. Hebe, die gingen rein, als ob die Leute dort blind waren. Gingen rein, haben alles neutralisiert und raus. Niemand hat was gemerkt beim Feind. Man hat ihn gefragt, Kodara, warum gerade 3? Warum nicht 1? Mamba, ja, 1, Mittagspause, alle zerfetzen, verlaufen, Hummus dort, Mamba, ja. Er sagt, ja, alles gut und schön, aber um 1 Uhr gehen alle Schüler von Ischivo, die Torah lernen, in Pause. Bis wann? Bis 3. Um 3 Uhr kommen sie zurück, Torah lernen. Sie sagen, Kacholo, an ihr dich, war Ischiva, genauso. 1 Uhr ist Mitra, dann ist Mittagessen, dann ist Pause, um 3 Uhr, alle wieder zurück. 3 Uhr, Punkt. Alle wieder Torah lernen. Wieder hat die Welt ihre Kraft zurück. Schujot. Er sagt, wenn das nicht wäre, ohne Torah, könnt ihr es vergessen. Wer hat die Chance überhaupt zu überleben? Er sagt, es ist einfach. Du brauchst kein großer Raff zu sein, um das zu verstehen. Im Lo Briti Umam Valayla Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. Wisst ihr, was das bedeutet? Briti, was ist Briti? Mein Pakt. Was ist unser Pakt, sagt Hashem. Was ist unser Pakt mit ihm? Die Torah. Wenn mein Pakt nicht Tag und Nacht studiert wird oder praktiziert wird, Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. Die Welt hat kein Recht zu existieren. Punkt aus. Kein Komet wird das ändern, keine Atombombe wird das ändern. Nein, die Torah kann das ändern. Einzig und allein. Wenn die Männer, wenn die Frauen ihre Kinder und ihre Männer nicht wenigstens abends in den Schiur schicken und sagen, hallo, ich will dich nicht sehen zu Hause. Netflix verbrenne ich jetzt den Fernseher. Geh in Schiur rein. Ich brauche einen Menschen zu Hause, kein Zombie. Was sind die meisten Probleme von den Paaren? Keine Aufmerksamkeit. Alle Männer betrügen mit Netflix. Oder mit anderen Sachen. Handy und so weiter. Keine Aufmerksamkeit. Wenn du schon deine Zeitprobleme hast, geh, mach was Nützliches raus. Geh, bau den Gan Eden auf. Womit wollen wir morgen kommen? Wenn, sagen wir mal, okay, sagen wir mal, es steht geschrieben, dass Mashiach im Monat Nisan kommen soll. Das ist nächsten Monat. Wenn er kommen soll, wie es steht, genau, dann muss er kommen, genau nach Pesach, sofort. Wenn er kommt, dann ist es aus. Womit? Mit dem Mitzvot. Wir sind befreit von alles. Das heißt, in welcher Stufe du dich befindest, dort bleibst du. Es gibt keine Steigerung mehr. Und dann wird man uns zeigen, was wir verpasst haben. Wisst ihr, was dann passiert wird? Ich werde weglaufen. Vor euch. Ich werde weglaufen, ich werde meinem Rabbiner nachlaufen. Jeder wird jemandem nachlaufen. Warum? Man wird dem Rabbiner nachlaufen mit einer Axt und sagen, warum hast du mir nicht mehr beigebracht? Warum hast du mich nicht geschlagen und mich gezwungen, die Mitzvot zu praktizieren? So steht es geschrieben. Nachdem man sieht, was man verpasst hat. Was so, oh mein Gott, das war alles? Ja, das war alles. Kennen Sie das? Haben Sie so ein Gefühl mal gehabt? Was er kommt? Oh, ich bin so dumm, ich bin so... Gell? Kracher. Aber aufs Ärgste. Es wird nicht sein, verbrennen. Ah, so wie Terminator. Wir werden unsere Köpfe gegen die Wand hauen. Selber. Von uns aus. Wo ist welche Wand? Ich will Wand. Herz der Wand, glaube ich. Warum habe ich nicht mehr getan? So werden wir denken. Weil dann wird uns Gott zeigen, er wird uns zeigen, der Netzerara, von einem, der was nichts zu tun hat mit Kadosh Baruch Hu, sein Netzerara ist so klein. Der ist noch größer so. Der ist noch groß. Warum? Er muss nicht viel tun. Er ist schon drinnen, in der Grube. Von Sünden und so weiter. Aber ein Tzadik, wie Rav Chaim, wisst ihr, wie sein Netzerara ausschaut? Wie ein Planet. Weil er muss viel tun. Er schafft nicht. Er wird noch größer und noch größer. Bei einem Netzerara ist so,
Je mehr versucht, dich in die Irre zu treiben, du besiegst ihn, wird er größer. So wie ein Ballon. Besiegst du noch? Aber er platzt nicht, er wird weiter groß. Bei einem Rasha? So klein. Ich muss mich nicht einmal anstrengen für ihn. Machen wir was draus, Rebbe. Wir haben einen großen Tzadik verloren. Zelopashut. Je mehr Tzadikim von uns gehen, ich habe heute die Levaya gesehen. Ich gebe zu, ich habe viel geweint heute. Ich habe nirgashti kilo aba sheli niftar ot pam, bemet. Weil ich war sehr verbunden mit ihm. Das ist ein Buch über sein ganzes Leben. Von klein, wie er begonnen hat. Es gibt auch ein Buch über seine Frau. Genauso ein Buch. Das ist nur ein Beispiel, was ein Mensch sein kann, wenn er will. Kadosh Baruch Hu braucht nicht solche. Er braucht nicht, dass du so wirst. Er will nur, dass du bereit bist, den Yetzerah zu bekämpfen. Bekämpfe deinen Trieb. Beginn zu arbeiten. Womit? Mit deinen Eigenschaften. Wo bin ich schwach? Okay, ich kann mich nicht beherrschen. Ich brülle sofort los. Ich werde jetzt auf das arbeiten. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss mich so und so anziehen. Ich werde ab jetzt anders anziehen. Jeder hat seine Schwächen. Jeder hat seine Schwächen. Es gibt keinen ohne Schwächen. N. Jeder soll was machen. Für sich. Man muss keine Angst haben, was passiert. Denkst nicht daran. Wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich besser? Für wen? Für mich selber. Für mich selber. Weil am Endeffekt, wir werden eine Familie gründen, Besrat Hashem. Und dann werden wir uns unser Wissen, unsere Zukunft, unser Leben weitergeben. Und wir wissen, die Generationen werden schwächer. Die Kinder werden verwöhnter, die werden schwächer. Das ist nicht schuld, es ist so. Das heißt auf Hebräisch, Yeridata Dorot. Die Generationen gehen runter von der Kraft, die haben nicht die Zivilinskraft. Wir sehen heute junge Leute, die können nicht mehr schwer arbeiten. Damals unsere Väter, die haben gearbeitet wie Tiere, 20, 24 Stunden, die haben nicht den Begriff müde gehabt. Heute ist es nicht so. Warum? Die Generation wird schwächer, das Klima ist auch daran schuld. Viele, viele Sachen sind daran schuld. Die Seelen werden schwächer. Warum? Das ist kurz vor der Erlösung schon. Das heißt, damit unsere Kinder halbwegs noch den Weg gehen wollen, den wir wollen, müssen wir stärker sein als unsere Kinder. Wir müssen, das heißt, wir müssen beginnen zu kalkulieren. Immer nie. Wenn ich zum Beispiel sehe, Leid. Ja, es gibt dieses, sei nicht so fanat. Sei nicht so Roschbekir. Was bist du so schwarz-weiß gesehen? Wie diese Rabbiner. Ich will nicht, dass du teppert wirst. Er ist teppert gewesen, er war teppert. 1 Million Menschen, die heute waren, waren teppert. Die Polizisten, die dort waren, waren alle teppert, ja? Alle, die zu ihm gekommen sind, um Segen zu bekommen, waren alle teppert. Er war schwarz-weiß. Makara. Wenn wir diesen Weg gehen, von jetzt an, mit Leid, auf da ja, da nein, das ja, das nein. Wenn unsere Kinder schwächer sind, und das ist fix, was sind denn unsere Kinder? Wenn wir leid sind, sind unsere Kinder zero. Bemet. Und deren Kinder kannst du vergessen. Wo beginnt das? Jetzt. Jetzt beginnt das. Jetzt müssen wir beginnen zu arbeiten. Jetzt. Es ist am Endeffekt, Letovateno, es ist am Endeffekt das Beste für uns. Wir werden die Verantwortung tragen müssen. Herazon, dass wir mit Stolz in die Zukunft schauen werden können und unsere Kinder den Weg Gottes wählen. Amen.